Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Age of Empires. Nö, schade eigentlich, wir battlen nicht. Age of Empires, nö. Age of No, my name Empires, is nope. no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You Ja, need to let also unser Gegner hat sich spontan entschlossen, er möchte jetzt doch lieber Osmanen spielen. Okay, wir Bist haben du also. bereit? Bist du bereit? Hallo? Eigentlich müsste man jedes Game mit diesem Spruch begrüßen. Ich feiere es immer noch des Todes. Ololo, ja, jetzt haben wir es gleich. Briten, was denn nu? Ja, irgendwie. East Side, rah. Jetzt haben wir schon wieder irgendwie so ein hässlich faires Make-up, Match-up. Also, Echt? ja, Briten-Portugiesen gegen Briten-Portugiesen, ne? Boah, heftig. Ja, wir battlen wieder. 2 gegen 2 Online-Modus. Bla bla bla. Ich wieder Portugiesen, er wieder Briten, wieder voll auf die Fresse. Boah, es gibt sogar zweimal Holz auf der Karte. Leck mich fett. Da bekommt man doch so lange. Also, man beginnt ab einem gewissen Punkt irgendwie die Ansprüche zu denken, nicht wahr? Ja, also das alleine reicht halt schon, um einen happy zu machen. Ja, absolut. Der Kollege hat die Fähigkeit Fernrohr verwendet. Das ist eine gute Idee eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Kann man mal machen, ne? Ja, mache ich jetzt nämlich auch. Bei einer Handelsposten steht schon wieder, also da fragst du dich auch, wer die Dinge am Anfang baut, ne? Dann denkst du dir halt auch so, Herr, lass Hirn regnen. Ich meine, wo baust du die Handelsposten hin? Natürlich möglichst weit weg vom Gegner, ist logisch, klar. Ja, sicher. Was haben wir denn hier? Ein Osagedornhain im Wert von 50 Holz. Den hätte ich auch gern. So. Kann man mal mitnehmen, so ein Dann machen wir Osagedorn, mal noch ne? den Marktplatz hinterher. Krass, Like ich habe these. tatsächlich. Ja, aber ich habe jetzt auch mehr Holz. Und mein Zimmer wird gerade schon wieder überfallen von irgendwelchen nervigen Mistviechern. Auch genannt Mücken. Ja, nee, also es ist irgendwie eine. Keine Mücke? Eine keine Mücke. Es ist eine große Variation von Tieren aus der Art der geflügelten Insekten. Mücken auch, ja, aber es wäre. Da oben ist ein Siedler umsonst. Nice. Also nicht umsonst, aber in Form eines Schatzes. Das finde ich absolut traumhaft, muss ich sagen. Kann das sein, dass ich jetzt keine Nahrung habe? Tja. Da möchte man doch laut seufzen. Sammle jetzt auch immer genau die Ressourcen am Anfang so, dass ich die Nahrungsverbesserung in der Mühle machen kann. In der Mühle? und What? in dem Marktplatz und danach gehe ich nur auf Nahrung, bis ich age und dann mache ich erst die anderen Verbesserungen und auch dann sammle ich erst an den anderen Quellen. Naja, ich habe die Holzverbesserung jetzt auch gleich schon mitgemacht, muss ich zugeben, aber ich habe ja natürlich auch früher einen Bedarf an Holz, ne? Also. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, ja. Ich wüsste mal gerne, wo hier die restlichen Sammelviecher sind. Die sind südlich von dir. Das hast du jetzt so, ne? Ne, ich weiß das. Meinst du? Okay. Was haben wir hier oben? Virginische Eichen im Wert von Holz. Da unten ist auf jeden Fall eine Handelsroute. Und ein Schatz mit einem Indianerkrieger. So. Also, diese ganzen Holzschätze, die ich hier kriege, die finde ich eigentlich gerade gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Also, gerade so als Brite sage ich da absolut nicht nein. Nee, das glaube ich dir. So, dann holen wir uns mal einen Siedler, der da noch ist. Nee, du, hier ist nirgendwo Nahrung. Leider. Dafür habe ich gleich zwei Herden. Boah, dann töte doch halt den letzten Wolf. Mein Gott. Echt mal, du Versager. Was kannst du eigentlich? Töte den scheiß Wolf. Den Scheißwolf? Ich dachte, die Dinger heißen Fleischwolf. Oh Gott. Ich hatte gerade den gleichen Witz im Kopf. Ich dreh dich durch den Scheißwolf. So heißt das, wenn ich etwas esse, weißt Ja. True shit. So, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt haben wir diesen komischen Schatz auch endlich gehoben. Dann können wir ja jetzt ins nächste Zeitalter gehen wir jetzt schon. Das ist gut. Ah. Na, uns noch 54. Okay. Und der Indianerkrieger wurde gerade schon gerettet. Schade.
Aber nicht von und mir. Der eine haut irgendwie mit 46 Punkten gut in die Runde. Ich weiß nicht wirklich, was er macht, aber es geht gut ab. Das ist unser Brite. Ja. Korrekt. Korrektamente. Echt? Ist das der Gelbe ist der Brite? Ich meine. Ja, stimmt, klar. Das ist der, mit dem wir vorhin da schon gechattet hatten, der dann noch geswitcht hat. Du hast ja recht. Der Meinung ist, man bräuchte ein Remake von Age of Empires 3. Dringend und Standtepede. Das ist jetzt auch nicht so falsch, muss man sagen. Nö, kann man dem absolut zustimmen in der Meinung. Also ist ja absolut nichts dran auszusetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses... Boah, der ist schon im zweiten. Was geht bei dem? Ja, ich jetzt auch. Ja, ich aber halt nicht so. Also irgendwie spielt der Briten anders, wie es ausschaut. Wahrscheinlich macht er auch den Nahrungskisten-Scheiß. Kann gut sein, ja. Ist ein Gefreiter. Ist also jetzt nicht unbedingt mega stark, aber... Ich dachte, der war zweiter Leutnant. Ja, der hat... Achso, das... Ja, stimmt, der Brite. Ja, klar, natürlich, du hast recht. Also, das... Also, zweiter Leutnant ist jetzt schon... Ne? Schon eine Ansage, das stimmt, ja. Also, vielleicht sollte man an der Stelle dazu fügen, zweiter Leutnant ist das zweitbeste. Ja. Nach Hauptmann. Korrekt. Korrektamente. Jo, dann bau direkt mal ein Haus. Super. Gefällt mir sehr gut. Ein bisschen Holz, bitte. Ein bisschen Holz muss sein. Ich bin der Meinung, Holz muss sein und schlag dir die Furniertüre ein. Was? Tja, das fragt man sich. Irgendwie ist meine Rammstein-Interpretation doch ein bisschen fragwürdig. Jetzt kann ich halt leider keinen Handelsposten bauen, den musst du stattdessen bauen. Wenn ich denn für solche Physematenten das Holz hätte, ne? Das wäre dann ganz geil, ja. Will ich ja schon so ein bisschen feiern, muss ich mal unumwunden zugeben. Himmelarsch, ich glaube ehrlich gesagt, in dem Spiel hier werden wir noch viel Freude haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns dieser Typ da gerade so richtig nass machen wird. Das ist so... Ja, das kann schon sein. Mein... Ich habe ein Puma, Junges. Bam. So, wie viele Minuten haben wir noch? 3:30? Dir ist schon klar, dass es Tierschutzgesetze gibt, die verbieten, solche Tiere in Gefangenschaft zu halten, oder? Ja, klar. Warum hältst du dich nicht dran, du... Verrückter. Tja, weil ich richtig dreist drauf bin. Ist schon voll der G und so, ne? Klar. Ich müsste eigentlich jetzt schon mal anfangen, Welle zu bauen. Wenn du pünktlich fertig werden willst, ja. Müsste ich auch, aber ich habe kein Holz. Ist auch eine Ansage. Eigentlich habe ich Holz, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, wann kommt denn hier eigentlich meine Holzlieferung an? Wo wir gerade schon von Holz reden. So, du kannst hier unten auf jeden Fall schon mal den Wall setzen. Irgendwie haben wir gerade Lags, finde ich. Also beziehungsweise nicht Lags, aber wir haben... Sprachbarriere. Nee, auch nicht. Also wir beide auch nicht, sondern das Spiel. Also was ich... Echt? Bei mir läuft es eigentlich ziemlich flüssig. Na, aber... Flüssig läuft das Spiel auch. Was das Spiel nicht tut, ist, deine Befehle sofort entgegenzunehmen. Also wir haben sozusagen Serverprobleme. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt sogar ein bisschen, ja. Ist schön, dass, es ist schön, dass du das entscheidest, dass das stimmt. Ja, was heißt, ich entscheide das? Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. So. Ja, okay. Ja, aber es ist gerade irgendwie so ein bisschen... Nervig, finde ich. Ja, stimmt. Okay. Okay. So, dann bauen wir hier bitte nochmal einen Wall. Ah, super. Ich habe gleich wieder die Husaren hier drin stehen. Ich sehe das schon kommen, du. Kann schon passieren, ja. Der ist jetzt auch im Kolonialzeitalter der zweite Portugiese. Dauert das denn wirklich so lange mit den Portugiesen? Ach fuck, ich baue schon ewig keine Siedler mehr, ey.
Nö, was heißt so lange, ne? Also bei mir hat es natürlich jetzt auch ein bisschen gedauert, aber ich bin ja schon länger im zweiten jetzt. Nee, aber ich meine so im Schnitt als Portugiese. Du, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie lange das jetzt wirklich dauert. Da ist ein feindlicher Kundschafter. Eine Minute noch. Aber sowas von. Ich muss jetzt trotzdem leider schon mal eine Mühle bauen, obwohl ich die Landnahme noch nicht habe. Das geht aber einfach gerade nicht anders. So, da macht man dicht. Was ist euer Gefühl, der Kundschafter späht bei mir aus, wo ich noch keinen Ball habe. Es wäre ja jetzt gar nicht mal so abwegig, das auszuspähen, oder? Nee, leider nicht. So gut, da kann ich den Wall noch nicht bauen, aber da steht meine Olle schon bereit, ihn zu bauen, sobald ich ihn bauen kann. Ups, keine Sieht deinen Auftrag gehabt. Fatal, fatal. Shame. Kann man mal sagen, warum da der Wall noch nicht fertig gebaut ist? Kann man mal sagen, warum ich keine Nahrung mehr habe? Professionell, ja, das frage ich mich auch gerade. Das sind so die elementarsten Fragen, ne? Also, warum habe ich keine Nahrung mehr? Ach, sehr schön, da kommt schon der gegnerische Kundschafter angedackelt von hinten. Der war ja bei mir gerade auch schon gucken, sagte ich ja gerade. Der dreiste Kacksack. So, 3, 2, 1 und ab geht die Post. Der Vertrag gilt nicht mehr, die Schlacht beginnt. Tja. Na, sagst du was, hä? So, jetzt kannst du hier hinten auf jeden Fall mal den Wall dicht machen. Das wäre mir auf jeden Fall ein wirkliches Anliegen. Und du machst hier den Wall dicht, bitte. Ich habe 24 Musketiere. Könnte definitiv schlimmer aussehen. Ja, könnte bei mir persönlich aber auch besser aussehen. So, also, der Kollege ist jetzt im Festungszeitalter. Der haut also richtig, richtig rein. Ja. Wobei ich eigentlich jetzt gleich auch vorhabe, ins Festungszeitalter zu gehen. Ich muss nur eigentlich die Landnahme noch endlich jetzt mal kriegen. Ja. Sonst kann ich mir das mit dem Festungszeitalter gleich echt in die Haare schmieren. Landnahme habe ich mittlerweile, aber ich brauche noch ein paar Mühlen, sonst kann ich mir das mit dem Festungszeitalter definitiv in die Haare schmieren. So, was brauche ich denn eigentlich noch? Jetzt. Team Lebenspunkte von Musketieren und Gedöns erhöht. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich gehe ins Dritte. Du gehst ins Dritte. Sehr schön. Ja. Da hacken sie Holz. Das ist die Nahe. Ja, das passt alles. Okay. Was mir nicht so in den Kram passt, ist die Tatsache, dass ich immer noch viel zu wenig Nahrung fürs Dritte habe. Da müssen jetzt mal ein paar... Ja, Nahrung ist im Moment auch so ein bisschen bei mir das Problem. Das ist echt komisch. Gefühl, ich habe der Gelbe jetzt jeden Moment wirklich ankommen könnte und hier richtig Stress machen könnte. Naja, andererseits, der hat sich halt auch gerade das Dritte gegönnt, ne? Also... Ja, wenn der jetzt halt mit Veteranen, Musketieren und Husaren ankommt, dann haben wir ziemlich den Arsch offen. Ich würde ehrlich gesagt fast auf Husaren tippen, aber... So, da ist die Landnahme. Naja, wir können uns das Ganze ja mal ansehen. So. Ja, viel Schade. Mehr bleibt uns halt auch nicht übrig, ne? Er hat auf jeden Fall seinen Handelsposten noch nicht gebaut, das finde ich interessant. Kannst du eventuell die Forschung machen? Hast du dafür Ressourcen? Oder ich bin ja nicht mehr im Dritten, wie soll ich denn die Erforschung machen? Naja, für die Handelsroute kannst du im Zweiten schon die erste Erforschung machen. Tatsächlich? Ich dachte, die Postkutsche kannst du auch erst im Dritten machen. Nein. Aber wie gesagt, woher soll ich die Nahrung nehmen? Tja, das kann ich leider auch nicht so wirklich sagen. Siehst du mal. Okay, ich entwickle jetzt auf jeden Fall schon mal meine Veteran-Musketiere. Das klingt doch nach einer brauchbaren Sache. Durchaus, ja. Gattersäge können wir mal erforschen. Bauen schon mal noch ein Haus. Wir müssen jetzt halt gucken, dass ich die Nahrung... Also ich muss jetzt nicht wir, sondern ich muss jetzt gucken, dass ich hier jetzt Nahrung sammel, massig. Das ja, ist ich jetzt bin auch mit 3 Mühlen voll am Durchpumpen gerade. Bio Importanto ist das. Ich denke, du spielst Portugiesen. Das ist auch korrekt, ja. Das war aber kein Portugiesisch. Das ist auch korrekt. Gut, du hattest auch Italienisch und nicht Portugiesisch in der Schule, nicht wahr? Auch das ist korrekt. So viele korrekte Aussagen hier. Das ist echt ein Wunder, gell? Also ich bin wirklich ein Wunder der Korrektheit. Himmelarsch und Zwirn.
So, jetzt erforsche ich mal die doofe Postkutsche. Cool. Ich habe immer noch Angst vor dem Gelben. Ja, ja, ich auch. Aber so ein bisschen Angst gehört, glaube ich, dazu. Die gibt so den Kick. Die Furcht vor dem Unbekannten, die gibt so den aufregenden Kick. Ich glaube auch. Kühltechniken auf jeden Fall. Habe ich noch Siedler im Bau? Nö. Warum auch? Wer braucht schon Siedler? Seien wir doch mal ehrlich. Habe ich jetzt echt alle Holzhacker darüber gezogen? Ey, bin ich irgendwie blöd. Darauf möchte ich unter Anwesenheit von Zeugen keine Aussage treffen. Nee, das kann ich aber verstehen. Ach nee, der Unnahbare ist auch im Festungszeitalter. Das ist ja traumhaft. Ja, besser spät als nie, sag ich da nur, ne? Ne, erstmal holen wir uns den Planwagen. Den Planwagen, der muss sein. Ohne zwei Dorfzentren sind wir halt übermorgen noch nicht fertig mit Siedlerpumpen und das ist scheiße. Yes, 9? 9? 9? Siedler. An der Mühle. Ach Gott im Himmel, mein Siedler ist schon wieder zu blöd. Das tut mir leid, wirklich. Na doch, den habe ich nochmal rausgekriegt, immerhin. Aber eigentlich könnte dieser Siedler, wenn ich so richtig drüber nachdenke, auch nochmal den Hauptwall erweitern. Also so, ich baue jetzt auch schon mal 5 Dragoner, einfach nur, falls was kommt, habe ich was. Zumindest in der Theorie. Das lässt sich wahrscheinlich auch absolut nicht von der Hand weisen, dass das eine gute Idee ist. Finde ich auch. So, du könntest mal da... Ah, wenn die nicht so teuer wären, verdammt. Könntest du kommt oben. Jedes Mal die Siedlerproduktion ins Stocken, ey, das ist echt schlimm. Noch eine Verbesserung. Ja, schnelleres Münzen sammeln müssen. Klingt nach einer Ansage, glaube ich. Ja, schnelleres Münzen sammeln kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist eine super Sache. Und warum baust du schon wieder keine Siedler? Wenn ich so recht drüber nachdenke, finde ich das gar nicht geil. Ich gerade auch nicht. So, 5 Dragoner habe ich auch fertig. Ich habe auch meine Dorfzentren alle. Ah, jetzt wird es langsam echt ein bisschen hektisch hier. Bei dir wird es hektisch? Ja, für mich persönlich wird es gerade hektisch. 10? 10? Was ist das? Achso, meine königliche Münzanstalt. Das finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut. Der ist immer noch im Kolonialzeitalter, der gegnerische Portugiese. Ja. Das lässt irgendwie hoffen. Nicht ganz so spielstark, aber wir müssen das halt... Aha, guck mal an. Da sind eine Menge Musketiere. Das kriegst du geregelt, oder? Ich denke schon, ja. Also ich würde jetzt eigentlich, wenn sich's nicht, wenn sich's vermeiden lässt, ungern zu dir rübergehen. Also nicht, weil ich dir nicht helfen möchte. Das ist natürlich klar, dass ich selbstverständlich alles dafür tun würde, damit du überlebst. Das ist mir extrem wichtig. Also ohne dich macht dieses Spiel irgendwie einfach keinen Spaß. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier eigentlich meine Position nicht gefährden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, was du da gemacht hast. Ja, ich bin auch zufrieden. Jetzt kann ich auch endlich diesen Wall hier vorne schließen. See what you did there. Also sammeln schneller. Ist gut. So. Ihr habt die letzte Mine hier abgezogen. Ja, ich bin gerade auch fleißig beim Plantagenzimmern. Ah, verdammt. Was denn? Siedlerproduktion ist zum Stocken gekommen zwischenzeitlich. Das ist natürlich nicht so gut. Nee, das ist eigentlich ist das gar nicht gut. Na, der hat ja auf jeden Fall direkt den Rückzug eingeschlagen. Naja, blöd ist er ja auch nicht. Das kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Schade eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Echt ein Scheißdreck, dass er nicht doof ist. Ach, geil, da oben habe ich sie am Wald stehen. Aber das ist nur... What? Das ist ein Ablenkungsmanöver, ich rieche das schon. I can smell the Ablenkungsmanöver from here. Das sind 6, das sind 8, what the hell? Warum so komische, schiefe Summen? Ich baue jetzt gerade noch zusätzlich immer ein paar, Dings, ne?
Orgelkanonen. Dachte ich, ist eine sinnvolle Sache. Kann man mal machen so. Orgelkanonen sind auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. So, du bist im Industriezeitalter. Krasser Scheiß. Davon bin ich leider noch etwas zu weit entfernt für meinen Geschmack. Und ich wusste warum. Sieh an, schau, guck. Sieh an, schau, guck? Achso, ja. Hast du die Orgelkanonen schon? Nee, sind aber jeden Moment da. Bring deine Leute da mal nicht unnötig um. Lass sie da ruhig ein bisschen auf den Ball rumhauen. Aber was du da gerade machst, sieht mir so ein bisschen nach Selbstmord aus. So, da sind meine Orgelkanonen. Also ich meine, die Orgelkanonen bringen dir ja auch nichts ohne das Meat Shield von den Leuten, die sie bewachen, weißt du? Ist schon richtig, ja. Aber jetzt kriegen die Orgelkanonen da, hauen jetzt richtig raus gerade. Nice. Bäm, 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 bäm. Bim, 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 bim. So. Frage. Was könnten wir noch brauchen? Wir brauchen die Kampfkraft für die Musketiere und dann könnte man mal über als nächstes über Fabriken nachdenken. Du könntest gleich eigentlich da mal gucken, ob du da nach vorne gehen kannst. Das fände ich ganz cool. Ja, mit was ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Also, du hast doch massig Musketiere. Der andere ist noch, ja gut, der ist jetzt inzwischen auch im Festungszeitalter, aber nicht annähernd so gut aufgestellt wie du, glaube ich. Ist schon richtig, aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne zumindest die grundlegenden Weiterentwicklungen haben und dazu gehört für mich halt auch irgendwie der Rotrock, zumal ich ja sowieso noch nicht die Arsenalverbesserungen habe, also militärisch bin ich jetzt diesmal auch gar nicht so gut aufgestellt, wenn ich mal ehrlich sein soll. Das kann gut sein. Ich mache jetzt gleich. Aber ich werde hier auf jeden Fall gleich Druck machen, das ist absolut richtig. Das muss halt jetzt langsam echt passieren. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Angriff gegen den Gelben hier wirklich standgehalten bekomme. Und bitte, ich ziehe jetzt sofort mal was zu dir rüber, bevor wir das wieder vergessen. Bau bei mir irgendwas, dass du Einheiten anfordern kannst jederzeit. Ja, ich habe hier auf dem Weg doch sowieso irgendwo Holzfäller rumstehen. Ich habe halt kein Holz, um irgendwie jetzt hier großartig bei den Kasernen zu bauen, wenn ich ehrlich sein soll. Aber eine wird auf jeden Fall drin sein und den Holzfäller stelle ich einfach direkt daneben. Das heißt, bei besser gegebener Zeit, du bist ein Schatz. Großes Bussi. Ist gut. So, da vorne ist ein Vor, sehe ich das richtig? Wow, ja. Da laufe ich jetzt aber einfach mal dran vorbei. Okay. Ich soll das Vorder machen, was es will, das ist mir doch scheißegal. Schlachte da mal die Dorfbewohner ab, das tut richtig weh. Wobei, den Portugiesen nicht so sehr wie anderen Völkern, aber es tut genug weh. Das sind aber nicht die portugiesischen Dorfbewohner, sondern die britischen. Achso, dann ist es schön, das freut mich dann. Okay. So. Mit dem Vor kann ich mich trotzdem immer noch nicht anlegen. Ich marschiere jetzt einfach mal bei dem in die Basis und schau, was da ist. Alles klar. Der baut jetzt Einheiten da in seinem komischen Vor. Aha. Schau mal an. Schauen wir doch mal, wie selbstsüchtig der so ist. Also. Ah, hier haben wir doch Welle. Können ah, wir fuck, da sind feindliche Falkonette. Oh, fuck, ich hab ein Problem. Ja, ich hab ein Problem. Okay. Ich hab wirklich ein Problem. Ja, ich pumpe Einheiten. Das Problem ist nur, die Einheiten, die jetzt hier stehen, das macht halt praktisch keinen Sinn, die zu dir hoch zu verschieben. Bis die da sind, ist da oben sowieso gelaufen. Ja, ist schon richtig, aber... Aua. Ja, da stehen nicht nur Falkonette, da stehen vor allem auch Kyberinen. Ja. Ja, natürlich doof jetzt. Alter, vor allem dauert die Rekrutierungszeit von meinen Rotröcken noch so unglaublich lange. Schmeißt da dann Leute mal bitte nicht so grüppchenweise in die Schlacht sammeln. Ja, nee, meine Kaserne ist jetzt gleich abgerissen. Das war's mit meiner Kaserne. So viel zum Thema grüppchenweise. Ja, dann zieh deine Leute mal so ein bisschen zurück. Also gegen die Kyberinen hast du da ja sowieso im Moment keine Schnitte. So, jetzt bin ich hier aber auf jeden Fall durch die Welle von den Portugiesen durch. Was natürlich nichts an der Tatsache ändert, dass der auch durch deine Welle durch ist. Ja.
Ach, verdammte Scheiße, meine Typen, die hören natürlich auch wieder nicht auf mich, wenn ich sage sammeln. Brauchst du nochmal eine neue Kaserne? Ja, ich habe schon eine neue Kaserne, da wird auch schon gebaut. Okay. Wir müssen halt vor allem diese ganze... Verdammt. Ich muss irgendwie was gegen diese gegen die Artillerie da hinten tun, ganz, ganz dringend. Ja, ich habe halt die Pulverine haben so eine Reichweite. Ja, das stimmt wohl. Ich baue selber Pulverine. Ich hoffe, dass sie noch fertig werden. Aber das kriegen wir gesichert hier. Der kann nicht so schnell pumpen wie ich aus drei Kasernen. Ich hoffe es, ganz stark, wirklich. Bei mir reißt er hier nach und nach die Gebäude ein. Okay, okay, okay. 7 Lebenspunkte für Einheiten. So, meine Pulverine sind gleich da, meine 5. Sehr gut. Sehr schön, ich habe hier mittlerweile sogar... aber wir schaffen das, glaube ich, wirklich. Also hier, der Portugiese ist wirklich schwach. Also... So, da sind meine Pulverine. Guck da. Der Portugiese hier ist wirklich schwach. Also der, hat gerade sogar seine Minuteman einberufen. Ist dieses blöde Pulverin da mal weg. Danke sehr. Mein Gott. So, knappe Kiste. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne, wenn wir das hinkriegen, irgendwie bei dem Dingens da die Kiste zumachen bei den Portugiesen. Da habe ich jetzt natürlich gerade meine Einheiten leider wieder verloren, aber das lässt sich jetzt natürlich nicht anders oder ließ sich nicht anders regeln. Das verstehe ich natürlich auch. So. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da zur Unterstützung gekommen bist. Das war nämlich auch bitter nötig. Das war ein gutes Timing, ha? Haben wir gerade noch so geschafft. Schaffen wir das, was da vorne mal eben einzureißen, bevor hier die Basis direkt Fall. Von einem... Sowas von. Dann hole ich mir da nochmal die Veteranen-Musketiere, die hier stehen. Sind halt beide noch im dritten, ne? Oha, da steht ein Vorhang, gegnerisches. Hast du Artillerie? Gut, Köberinen reißen da nicht so viel, aber besser als nichts auf jeden Fall, ha? Ja, ich werde jetzt gleich mal... Ich baue jetzt gerade noch Orgelkanonen, dass ich da wieder welche habe, falls da jetzt wieder Infanterie ankommt. Das Fort kann da erstmal ruhig stehen bleiben, denke ich. Wobei, ich versuche mal mit den Kulverinen das einzureißen. Ja, die haben doch sowieso eine krasse Reichweite, dann hau das Fort doch einfach weg. Macht da keinen Unterschied. Das ist dann natürlich echt witzig aufgestellt, ne? Das steht nicht schlecht, ne? Schon einer Gedanken gemacht, muss man sagen. Keine Frage. Traurig das auch ist. Okay. So, was ist jetzt hier los? Also den Portugiesen, den hatte ich mehr oder weniger am Sack. Aber der hat halt dann zu schnell Einheiten nachgepumpt. Ja, klar. Aber also ich habe ihm auf jeden Fall einen ordentlichen wirtschaftlichen Drawback gegeben. Das sollten wir also eigentlich schaffen können nach Adam Riese. Da kommen nochmal Musketiere. Einige. Please. Jo, ja, Entschuldigung. Wow, da kommen wirklich einige Musketiere. Vorsicht, die greifen deine... Warum auch immer sie die Kyberinen angreifen, die machen ihnen ja nun wirklich keinen Schaden. Nee, die haben Angst um das Vor. Ja, das werden sie aber auch nicht halten können, so exponiert wie das steht. Ich meine, ich habe hier mittlerweile halt meine Rotröcke am Start und Rotröcke sind halt schon irgendwie, finde ich, eine Macht. Das ist schon ganz gut, ja. Das ist wirklich krass, wie viel du sozusagen pro Rotrock an gegnerische Infanterie rauskriegst. Das Vor ist weg. Sehr schön, aber da oben stehen noch jede Menge Langbogenschützen, die können wir jetzt als nächstes mal krallen. Ich baue hier bei mir wieder eine Armee auf und 5, das läuft auch im Übrigen. Sehr gut. Okay, so, ich habe jetzt massig Nahrung, aber wenig Gold und überhaupt auch nicht viel Holz. Ich muss eigentlich mal ins 5., wenn ich jetzt hier... Da ist noch eine Kaserne, da ist noch massig Zeug, ey. Ja, ich kann weiter pushen da. Ja, lass uns hier mal durch die. So, jetzt machen wir erstmal die Erforschung. Ach, die habe ich sogar schon. Sehr schön. Für die Wach Casadores. Hast du Ressourcen, um den Zug zu erforschen? Naja, ich pumpe halt gerade bei mir zu Hause Rotröcke. Okay. Aber. Ach komm, scheiß drauf. Zug läuft.
Okay, sehr gut, danke sehr. Zweite Fabrik kommt auch. Ich baue jetzt hier vorne erstmal den Wald zu Ende, den ich mir noch bauen wollte. Ach, guck mal, hier steht sogar ein Laufzentrum von dem. Das können wir natürlich mal mitnehmen, das ist juicy. So. Du kannst mal eine Kirche bauen. Tja, jetzt läuft bei mir das fünfte gleich durch. Da oben ist ein Ribo. Einer. Ein einzelnes. Fragwürdig, aber in Ordnung. Und ich ziehe jetzt auch mal direkt hier Einheiten runter, um das aufzubauen, was der hier hatte. Hast du eventuell die Ressourcen für eine... Für eine was? Für eine Haubitze oder zwei? Ja. Weil ich habe halt immer noch das vor da. Das würde ich eigentlich ganz gerne... Also ich musste halt immer so umständlich außen rumlaufen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich baue mal drei Haubitzen. Da unten kommt Zeug, da unten ist ein Posten, okay. Baust du hier unten auch irgendwas, um Einheiten anfordern zu können? Ja, mache ich. Fände ich traumhaft. Warte mal, wo ist denn eigentlich mein Dorfdödel abgeblieben? Da ist mein Dorfdödel abgeblieben, okay. Dann, ach Gott, ich will jetzt aber eigentlich noch... Ach. Heul doch, der Unerwahre, heul doch. Okay, dann lass uns hier mal kurz stationär... befestigen. Wo kommt denn mein Typ? Da kommt mein Typ, okay. Jo. Ah, okay. So, mal ganz kurz in die Mitte stellen. Was geht hier ab? Da sehe ich nichts. Okay, gut. Ich würde eigentlich ganz gerne... Hast du die Dinge zum Bau? Die Hobbitzen? Meine Hobbitzen sind da, vier Stück. Magst du die mal zu mir rübertragen? Ja, bin schon auf dem Weg. Die sind auch schon... kriegen gerade noch die Verbesserung. Ja, sehr schön, da sind sie. Also ich habe auf jeden Fall 50 Rotröcke, um die zu schützen. Das sollte reichen bei dem, was der Dingens bisher so gezeigt hat. Okay, dann lass uns mal vorrücken bis zu dem Vor, bitte. Etwa hier so sammeln. Da kannst du die mal in Stellung bringen. So, was können wir uns denn nochmal schicken lassen? Wobei, nee, wir wollen den Holzzufluss, wir wollen nicht die Kühltechnik. Sorry. So, jetzt ziehe ich die auch hinterher. Warte mal noch kurz. Ja, ich habe mich da nur gesammelt. Schon mal auf Angriff, ne? Ich schicke die jetzt einfach mal auf Angriff. Ja, ja, ich latsche ihn dann einfach hinterher. Die sind ja alle arm. Genau, das habe ich mir gedacht. So, dann lassen wir uns mal eben die 1500 EP. Genau, jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. Ich wollte eine Kirche bauen, klar. Sehr gute Idee. Aber immerhin habe ich schon alles Arsenalverbesserungen. Das ist doch schon mal was, oder? Definitiv, ja. Ups, ich blockiere leider gerne deine Mörser. Arsenal. Alter, wie schnell so ein Vor weg ist, ne? Ja, also so Hobbitzen hauen schon gut rein. Pass auf, da unten kommen jetzt Veteran-Kassadors. Ja. Bam, 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 bam! Das dürfte es mit dem Vor gewesen sein. Ja, Veteran-Kassadors gegen imperiale Rotröcke ist halt auch irgendwie ein unfaires Matchup. Erst recht bei einem Matchup von 10 gegen 50. So, sehr schön. Dann lass uns doch hier mal... Hat das Imperialzeitalter erreicht? Das hören wir doch auch gerne. Das war ich, genau. Ach fuck, mein Kundschafter liegt ja noch tot auf dem Boden, er kann keine Indianerposten bauen, das sehe ich ein. Gut, dann lass uns doch mal bitte bis zu dem Handelsposten da vorrücken, den reißen wir als nächstes ein. Heil, Forster. Jo. Commander, man. Yes. Yes, die Wolf. So, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei 85 Siedlern, ich denke, das geht in Ordnung. So, und was wollte ich jetzt noch machen? Sammelt hier eigentlich einer diese Münzkisten leer? Ja, okay, wunderbar. Ach genau, ich wollte ein Kapitol bauen. Genau, das Kapitol habe ich bei mir jetzt gerade auch fertiggestellt. Das kriegt erstmal die Goldverbesserung, dann kriegt es die Holzverbesserung, dann kriegt es die Nahrungsverbesserung, ist gerade nicht so wichtig. Wir wollen uns imperiale Dingens und imperiale Womens. Ja, genau. So, okay, hier ist der erste Wall. Bitte hier einmal durchbreachen. Mhm. Pass auf, da oben steht ein Kundschafter. Ich weiß nicht, was der da will, aber er macht... Nee, der ist tot. Der kann nichts machen. Bist du sicher? Der steht schon die ganze Zeit da. Okay, ich sehe es. Alles gut. So, wie sieht es ressourcentechnisch aus? Sehr schön. Dann holen wir uns mal... Ja, erstmal... Ach, gut, Spione sind... Imperiale Cazadores. Eindeutig zu teuer. Ach, und ich wollte meine ganzen Arsenalsverbesserungen machen. Ach, du belagerst die Welle da. Okay, gut, ja. Das macht Sinn.
Dann kannst du, sobald du durch den Wall durch bist, auch mal den Posten dahinter einnehmen. Du meinst den... Pass auf, da kommt massig. Oh ja. Ich weiß auch gerade nicht, ob wir das schaffen, aber dann würde ich jetzt gerade einfach mal versuchen, hier beim Gelb nach vorne zu gehen. Na, mach doch mal Stunk. Wenn der seine Armee hier hat, dann können wir hier mal... Wow, what the fuck, der hat nur Langbogenschützen gebaut, so mehr oder weniger. Okay, ich habe hier 100 Einheiten, das werden wir nicht überleben hier, aber du kannst bei dem jetzt auf jeden Fall Party machen. Der kann keine Bevölkerung mehr haben, rein rechnerisch, es geht nicht. Ja, da muss man hoffen, dass es richtig ist. Siehst du, was der an Langbogenschützen gebaut hat, ey? Ja. Wachlangbogenschützen, das heißt, der hat die Verbesserung, dass man die weiter aufrüsten kann, mitgenommen. Sieht man auch nicht so oft. Pass auf, dass du das bei dir an der Basis sicher hältst, ne? Ja, ich pump da jetzt wieder. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir ihn so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen und er jetzt nicht damit rechnet, dass wir jetzt gleichzeitig hier unten angreifen. Ach, apropos, da habe ich auch noch 15 Rotröcke stehen, die könnte ich ja mal mitnehmen. Nö, nee, damit hat er tatsächlich nicht gerechnet. Oder warte mal. Den Scheiß braucht doch keiner. So, wir wollen die Fechtschule haben. Die tolle Fechtschule. Die im Übrigen vielleicht zu eurer Erläuterung einfach den Effekt hat, dass man noch schneller Infanterieeinheiten ausbildet. Na ja, wunderbar, jetzt sind wir hier drin, aber wir müssen aufpassen, da kommt jetzt natürlich von rechts gleich die Riesenarmee aus Langbogenschützen. Aber damit hast du schon gerechnet, wie ich sehe. Zieh mal deine restlichen Orgelkanonen bitte in die Richtung. Ja, bin schon dran. Und da sind ein paar Siedler, die schlachte ich auch mal eben ab. Schade ist, dass ich noch keine imperialen Dingens hab. Boah, diese Langbogenschützen, Wachlangbogenschützen, die hauen schon gut rein, muss man sagen. Na, auf jeden Fall. Du hast da übrigens Zeug direkt vor der Base. Einige. Ja. Ich weiß, aber ich habe da auch 45 stehen in meiner Base. Okay, gut. Dann ist ja alles in Butter. Kuckuck! Überraschung! Ja, die Hälfte von denen ist tot, bevor die überhaupt ankommen. Der hat nämlich vergessen, er ist glaube ich auch gerade ein bisschen überfordert, der hat nämlich vergessen, die auf Angriff zu stellen. Die laufen einfach nur vor meiner Base lang. Die haben noch nicht mal geschossen. Das war ein einziges Schlachtfest. Ich habe glaube ich so 3-4 Musketiere verloren versus 45. Okay, wir müssen jetzt hier dann wieder 50 Cassadores und 2, 3. Dann versuchen wir mal hier so ein bisschen stumm zu machen. Ja, ich marschiere hier unten wieder vorne. Weil da halt auch so ein... Interessant, von meinen 15 leben immer noch 8, das ist unglaublich. What the Boah, hell? Boah, Alter, wie viel Langbogenschützen der spammt, ne? Das ist unglaublich. Gut zugegeben, die sind kostengünstig, aber holy shit. Ich werde jetzt meine zweite Lieblingseinheit bauen. Und zwar? Was könnte meine zweite Lieblingseinheit sein? Ja, das frage ich mich auch. Also ich meine, was meine erste Lieblingseinheit ist, ist, glaube ich, unumstritten klar, oder? Rotröcke vielleicht. Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Good guess. Ja, GG, sagt unser Alba Dutta und hat gerade eben aufgegeben. Bingo. Okay, dann raus da. Nein, meine zweite Lieblingseinheit sind Pferdegeschütze. Ach so. Imperiale in diesem Fall sogar. Ja, da muss man sagen, dass der Gelbe echt gut gespielt hat. Allerdings jetzt auch nicht tausendmal besser als wir, würde ich sagen. Nö, also der hat dich beschäftigt gehalten, aber jetzt auch nicht so, dass du so kurz vorm Einknicken warst, muss man mal sagen. Nee, und gut, der Gefreiter, der hat etwas, ich sage mal, versagt. Spieltechnisch. Ja, leider. Wollen wir das vor The Trolls noch Spione rausholen? Jo, 4300 kann man mal machen. Okay. Schnäppchen. Gucken wir uns mal an, was da läuft. Ja, gut. Also ich meine, wenn du dir das anschaust, 2 Plantagen, 2 Mühlen. Ich finde es interessant, dass ich jetzt überhaupt keine einzige Kavallerieeinheit im Endeffekt gebraucht habe. Aber gut, der Gelbe hat da unten jetzt halt auch nicht mehr halten können. Die ganzen Langbogenschützen von dem, die hätten meine Orgelkanone halt auch geschreddert und der hat jetzt gerade noch Husaren gebaut, das waren aber noch nicht mal Veteran-Husaren, der hat halt einfach keine Kavallerie gehabt. Ja.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Warte mal, ich wollte noch kurz warten, bis meine Pferdegeschütze da sind. Die sind gerade am Vorgaloppieren. Ich habe jetzt inzwischen auch imperiale Orgelgeschütze. Die orgeln aber so richtig ein, ne? Orgelkanonen, nicht Orgelgeschütze. Man könnte, also ich meine, man muss halt sagen, wenn du dir das hier anschaust, zwei Mühlen, zwei Plantagen, dann merkt man halt auch einfach, woran es bei ihm liegt. Keine einzige Fabrik. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Heimatstadtstufe er hatte, aber er hatte definitiv zu wenig Dorfbewohner. Ganz einfach. Ja, natürlich. Also ich meine, wenn er nur zwei von jedem voll gemacht hat, ich meine, er wird die Dorfbewohner wohl kaum untätig irgendwo halt rumstehen lassen. Boah, Alter, wie viel Imperial Ribos du mittlerweile hast. Das ist ja krass. 13. Ribauls. Imperiale Ribauls. Alten Ribauls. Wie viel Schaden die machen, das ist noch viel schöner. So, Pferdegeschütze sind da. Tötet sie alle. Ja, ja, die Pferdegeschütze, die hauen auch echt gut rein. Gerade auch gegen Gebäude. So, wir reißen hier einmal die Basis ab. Ich muss sagen, ich bin mit dem Spiel jetzt echt ziemlich zufrieden. Ja, haben solide gespielt, würde ich sagen. Also ich finde eigentlich auch, dass Portugiesen und Briten eine schöne Ergänzung sind. Ja. Jetzt wird hier richtig geschlachtet, ey. Aber sowas von. Das kannst du jetzt sicher noch abwehren, indem du deinen Dorfbewohner in den Krieg schickst. Das sehe ich absolut ähnlich. Ja, weiß ja nicht. Gut, na, auch deutlich zu wenig Gebäude hier, um Einheiten anzufordern. Das sieht man auch sehr deutlich. Nee, gut, aber er wird auch nicht die Ressourcen haben. Da kann man halt echt nicht rausspammen. Er hatte zwei Kasernen, eine habe ich schon abgerissen, aber aber trotzdem. Der Gelbe hat auch ein paar echt fragwürdige Entscheidungen getroffen. Der hat mitten vor der Basis noch eine Mühle und... Hat ja auch das eine Dorfzentrum zentral vor der Basis stehen gehabt. So, was hat er? Ach, hier hinten die Plantagen noch. Gut, sind die Laufwege kürzer, ne? Aber... Ja, da muss man, aber dann würde ich halt außen zumindest noch mal einen Wald rumzimmern, oder? Hier unten steht noch ein Dorfzentrum. Ah, ich also jetzt sehen wir halt hier direkt, als ich bei dem Gelben war und da so die erste Armee rausgehauen habe, angefangen da Baseball und ähnliches zu machen, um da Anforderungsgebäude hinzuklatschen. Womit ich echt ein bisschen gebraucht habe diese Runde, war der große Wall hier auf unserer Strecke. Ja, aber haben wir ja auch nicht gebraucht. Dadurch, dass die einmal bei mir so durchgebreached sind, hat mich das ziemlich verzögert, ehrlicherweise. Ach so, das sind die Dorfbewohner von dem Gelben, die ich hier töte. Das macht natürlich auch Sinn. Da oben sind auch noch massig Dorfbewohner, der baut sich da gerade noch mal eine kleine Basis auf. Der hat es mit den Spionen, glaube ich, noch nicht gerafft, oder? Ich weiß es nicht. Sind meine Mörser da? Tja, wo sind die Mörser? Das ist so die Frage der Fragen. Ich hab die Mörser schon. Ich habe jetzt Blockade mal entwickelt, wozu auch immer, aber... Oh mein Gott, das wird ihn jetzt richtig aus dem Konzept bringen, dass er keine Heimatladung mehr kriegt. Ich glaube ehrlich gesagt, das wird ihn überhaupt nicht aus dem Konzept bringen, einfach deswegen, weil wir Blockade deaktiviert haben. Hä, wieso deaktiviert? Es ist doch deaktiviert, die Blockade, oder? Nein. Wieso sollte die deaktiviert sein? Boah, Alter, guck dir mal an, was die Mörser gegen das eine Dorfzentrum da jetzt machen. Da. Welches Dorfzentrum? Das sind zwei Mörser, ne? Ja, ja, klar. Bam, bam. Aber ich meine, guck dir mal an, was die Rotröcke, die Imperialen gegen unaufgerüstete Cazadores machen. Oder auch der Wall hier unten jetzt. Wo haben wir hier eigentlich keinen Wald mehr? Weil der Wall erstaunlich stark ist. Weil der hat wahrscheinlich die Wallverbesserung von den Portugiesen da drauf. Aus der Heimatstadt gibt es so eine spezielle, dass Wälle leistungsstärker sind. Der hält nämlich erstaunlich viel aus. So, was ist hier los? Wo lebt noch ein Dorfbewohner? Hier oben, die letzten bei dem Außenposten. Das ist hier auch mehr so ein Erschießungskommando. Ja. Ach, da oben. Da am Rand, jetzt sehe ich's. Der weigert sich aber auch standhaft aufzugeben, muss man mal sagen. Ja, jetzt wird er gleich gezwungen. Meine legendären Apachen machen erhöhten Schaden gegen Dorfbewohner. Die reiten den jetzt an. Nee, wirklich. Die haben eine Verbesserung von... Ja, ich weiß, aber von 3.
Aber sind das. Ne, guck mal, da ist auch noch ein Dorfbewohner. Hat. Oh. Ach da, ja, da reite ich mal eben rüber. 20.000 Münzen. Knappe Geschichte. 20.000 Münzen für was? Hab ich gerade. Also. Ressourcentechnisch knapp. Da ist sogar noch einer von seinen Hunden, krasse Scheiße. So, jetzt wird aber hier, jetzt wird abgerissen. Und tschüss. Ja, das war aber immer noch nicht der letzte. Wo hat der denn noch... Mensch? So, dann suchen wir mal die Karte ab. Lustig, lustig. Tralalala. Tja. Wo ist der eine lilane Punkt? Der... Ja, außer den Wellen. Und man kann das ja umstellen, man kann das ja auf Bevölkerung umstellen. Aber irgendwie werden... Die Welle trotzdem angezeigt, ja. Ja, das ist echt. Also hier ist noch eine Baustelle, aber ich weiß nicht, ob die als lebend zählt. Bin ich mir gerade auch nicht sicher. Ansonsten im schwarzen Bereich könnte es ja nicht sein, das würden wir ja sehen. Ja, ich schmeiß jetzt hier unten auf jeden Fall die restlichen Wälle noch ab. Wozu? Da ist noch ein Bestiero. Ein letzter. Ah, wunderbar. Da, so unter dem, unten wo meine ganzen Ribos standen, ist der lang spaziert. Ah, ja, ich sehe es, da ist er tot. Das ist so schön, wie diese in diesem Standbild, sie haben gewonnen, dann sieht man noch die letzte Einheit, die da gerade krepiert ist. Jo. Wenn man so gewinnt. Das ist, glaube ich, auch das erste, wo nicht beide irgendwann aufgegeben haben, das erste Spiel, wo wir es wirklich bis zum bitteren Ende gespielt haben. Jo, war erfolgreich. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Würde ich auch sagen. Immaterielles High Five. Genau. Man sieht sich, man hört sich, man... Bring's nicht schon wieder. Nee, man sieht sich und hört sich in zukünftigen Videos. Danke. Macht's fürs gut, Zusehen. Wiedersehen.